Dieses Video ist für Zuschauer unter 18 Jahre nicht geeignet. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge der Order 1886. Ja, wir müssen ja an diesen Heidi-Wachen vorbeikommen. Hier mal sehen, ob wir das jetzt hinkriegen, weil das nervt doch gewaltig. Der trickste die Taste, da rennt er vorbei. Oder? Wieder uns hier? Hey, du! Oh. Ich sag jetzt nichts mehr. Hast du gehört? Die Kompanie hat Scharfschützen. Hier sieht er uns wetten. Hastings dürfte so klug wie zuvor sein. Müssen wir die jetzt unerledigen? Wie müssen wir nur eigentlich zum Ball sollen? Hier sind wir hierher gekommen, hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja,
Ja, hier geht's nie lang. Hier ging's lang. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich lang muss. Mhm. Für jedes Ball schon was. Percival, es gibt ein Problem. Lucan ist an Bord. Mein Bruder? Was macht der Ritterkommandant hier? Alles scheint problemlos abzulaufen. Ja, Sir Lucan. Recht problemlos. In ein paar Stunden sind wir in Portsmouth. Tatsächlich. Und dann auf nach Amerika. Verdammt. Er sollte die Leute eskortieren, bis das Schiff die Grenze erreichen. Sollte er nicht besser informiert werden? Und riskieren, die Rebellen zu warnen? Gellert hat recht. Alistair wird nicht erfreut sein, nicht eingeweiht zu sein. Darum kümmern wir uns später. Er kann uns vielleicht noch helfen, weil es die Situation erfordert. Wir fahren sicher Plan fort. Verstanden. Ich melde mich, sobald ich einen besseren Aussichtspunkt habe. Tja, du. Ein großes Luftschiff, ne? Gut, was machen wir denn jetzt? Ach, mit der Flinte. Oh Gott, da weiß ich doch gar nicht mehr, wie ich schießen soll. Das geht dort gleich wieder in die Hose. Position. Stetiger eingestelltes Feuer. Die Rebellen benutzen gestohlene Uniformen der Kompanie. Sie sehen aus wie Wachen. Wachen ohne korrekte Rangabzeichen. Die Uniformen in Whitechapel hatten keine Schulterstücke. In der Tat. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Dreh dich, ich sehe nichts. Abzeichen bestätigt. Die Wache bei Hastings ist überprüft. Ausgezeichnet. Untersucht die restlichen Wachen. Kein Abzeichen. Percival, wir haben einen Rebellen im Erdgeschoss. Verstanden. Weitersuchen. Abzeichen. Percival, die Wache oben auf der Treppe ist echt. Gut. Weiter suchen. Ja? Wo soll denn jetzt noch eine sein? Da dran? Hier ist noch eine. Die richtige Schulter nicht sehen. Mist, kein Abzeichen. Ein Rebell auf dem Balkon gegenüber. Bestätigt. Untersucht sie alle. Das war der letzte. Gut. Eliminiert alle Bedrohungen. Bestätigt.
Waffe geladen. Ja, wie würde man das beide die genannten Rebellen aus? Wie würde man das jetzt stabilisieren? Halte L3, Asse. Hast du die Rebellen beseitigt? Gleich. Sie kann sich jeden Moment losschlagen. Schnell! Geduld. Eine. Hastings! Hä? Ein Geschenk von den Rebellen! Hastings ist getroffen! Wiederhole! Hastings ist getroffen! Haben wir das schlecht ausgeschaltet oder was? Hätten wir erst den unten nehmen sollen? Ne, ich glaube, das ist hin wie hier auf der Galerie, oder? Müssen wir es jetzt nochmal machen oder was? Geladen. Weil denn die Rebellen. Gellert, hast du die Rebellen beseitigt? Gleich. Sie könnten jeden Moment losschlagen. Schnell! Geduld. Hä? Hastings! Hä, wo ist er denn? Och Mensch, Alter, jetzt geht das wieder los! Hastings ist getroffen! Wiederhole! Hastings ist getroffen! Ich denke, der war hier. Wo ist er denn? Wo kommt er denn her? Geduld. Luken! Rebellen! Holt Hastings da raus! Bringt ihn hier raus! Hastings ist entkommen! Braucht Verstärkung! Alle wollen Plan B! Percival, das Ziel ist getroffen! Rebellen im Anmarsch! Ich brauche Hilfe! Verstanden! Wir stoßen zu dir! Bin nur hier! Zurück! Ei! Auf der oberen Etage! Scharfhütte! Scheiß Scharfschütze! Sei vorsichtig! Verdammt! Verfluchter Scharfschütze! Verdammt! Er bringt uns um! Verdammt! Ja, wo ist denn noch was? Ich dachte, das scheint so drin. Verdammt! Hey, wie sind die da? Da muss ich ja runtergehen, sonst wird das ja nichts. Treffe ich die ja nicht von hier oben. Hier komm ich nicht runter. Ah ja, hier komm ich runter. Halte
Ach klar, der steht dir gegenüber, Alter. Oh, Himmel, Donnerwetter, Menschenskinder, ehrlich. Also, der dreimal in die Birne geschossen. Sehen, wo sie versperre ihren Zugang um jeden Preis. Oh ne, Zwangsschnummer an, das ist so nicht zu fassen, ey. Mach ihn. Verdammt! Ich gebe den Preis, Scharfschütze! Wieso treffe ich die denn nicht da drüben? Mensch, Alter, das geht mir auf die Nisse. Kann man den hier mit Nahkampf? Sage mal! Ach, das ist doch ein Mist, das ist doch dämlicher Scheiß, Dreck mal ganz ehrlich. Dass diese dem vor die schießt, den. Ich kann sagen, was ich jetzt machst du den Rotz nochmal. Also, dieses Spiel nervt doch langsam. Hier kommst du doch nicht vorwärts mit dem Pfeffer. Mensch! Komm ich schon hier hinten? Mensch, nu komm. Was nu? Haben wir nu alle?
ist denn das? Ja, was haben wir hier? Haben wir nur alle oder haben wir die alle? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Verstehe ich das jetzt? Wenn ich jetzt aber wieder da runter gehe, verstehe ich jetzt nicht, Alter. An Bord eines Luftschiffs. Kann ich den jetzt? Wollte ich starten. Vielleicht brauche ich eine andere Waffe jetzt. Vielleicht ein bisschen unpraktisch jetzt das Ding. Wo schießt denn jetzt noch? Mensch, da geht mir im Sack. Da sind nur noch mehr von den Heinis. Gellert, die Rebellen leisten heftigen Widerstand. Wie viele von denen sind auf dem verdammten Schiff? Da. Machen wir nochmal Munden. Haben wir hier so eine Waffe?
Meine Freunde, die Wachen der Kompanie sind in Alarmbereitschaft. Ich fürchte, diese Amateure schießen bei Sichtkontakt. Verdammt! Lade nach! Ich gebe... Nehmen wir uns mal ein Maschinengewehr. Zurück! Sofort! Ach, na klar, jetzt haben wir es fast geschafft, Dune. Jetzt haben wir natürlich, Leute, nee, aus die Folge ist eh schon. Jetzt haben wir das fast hingekriegt. Und da steht so ein Rindvieh um die Ecke. Ich kann sehen, wo sie herkommen. Oh, nee, jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Nee, Leute, Ausschluss, Feierabend. Ich hab keine Lust mehr auf das Spiel. Nee. Das gibt's doch gar nicht. Alter, nee, da komm ich jetzt nicht mit. Ja, ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Freue mich trotzdem. Kommentare, Däumchen nach oben, wie auch immer. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.